Am 3. Oktober 2021, während man in Deutschland den Tag der deutschen Einheit begeht, bin ich zusammen mit Katharina und Micha unterwegs gen Süden. Ich will mir anschauen, was zwei Menschen, die beschlossen haben, Deutschland zu verlassen, auf ihrer Reise erleben und wie sie in ihrem gelobten Land, Bulgarien, ankommen. Im Verlauf der Reise werde ich viele interessante Menschen treffen, die aus ganz verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen haben. Dazu aber später mehr. Unsere gemeinsame Reise startet bei Dresden, führt uns über fantastisch ausgebaute Autobahnen durch tschechische und slowakische Hügellandschaften, durch ungarische weite Ebenen, zunächst bis nach Szeged, wo wir nach etwa 1000 Kilometern die Nacht am Ufer der Theiß verbringen. Von hier aus geht es weiter in Richtung rumänischer Grenze und Richtung Arad, bevor wir, vorbei an Temeswara, entlang der serbischen Grenze einen südlichen Kurs in Richtung der bulgarischen Stadt Vidin nehmen. Enden soll dann der zweite Tag unserer Reise im bulgarischen Dorf Maslarevo. Bisher sind wir, wie gesagt, beeindruckt von der gut ausgebauten Autobahn. Wir haben auf der gesamten Strecke bis hierher nur einen einzigen Stau erlebt infolge eines Unfalls. Und selbst die Grenzen der einzelnen Länder haben uns entweder nur wenige Minuten gekostet oder wir wurden gar nicht erst kontrolliert. So, dann sind wir wohl in Ungarn jetzt. Die ungarisch-rumänische Grenze. An der ersten Tanke in Rumänien machen wir wieder einen Tankstopp. Außerdem müssen wir eine Vignette für die Autobahn kaufen. An der tschechischen Grenze gab es die Vignetten nur für Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Die Dame hier in dieser Tankstelle möchte lieber nicht gefilmt werden. Kein Wunder, denn hier versucht man uns, naja, sagen wir mal, höflich um ein Trinkgeld zu bitten. Die Autobahnmaut kostet in Rumänien umgerechnet ganze 3 Euro. Katharina und ich fragen, ob wir in Euro bezahlen können. Das ist möglich. Das Wechselgeld bekommen wir in Lei zurück. Und am Ende haben wir statt 3 etwa 15 Euro bezahlt. Auf Nachfrage bemerkt man aber schnell den Fehler und zahlt uns noch 8 Euro zurück. Dass wir hierbei eigentlich schon wieder betrogen werden, merken wir erst später. Also am besten wie Micha die Maut per Karte zahlen, dann ist sowas einfach nicht möglich. Bei Lugosch endet schließlich für uns die Autobahn an einem Kreisverkehr. Die E70 ist nun eine Landstraße, die durch Städte und Dörfer führt. Es sind viele Lkw unterwegs, aber wir kommen bisher dennoch gut voran. Landstraße, wo war? Das war's mit der Autobahn, oder? Ich denke, das war's. Jetzt fahren wir die wunderschöne Landstraße, wobei die eigentlich ganz gut ist bis jetzt. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also wir sehen im Hintergrund, ich gehe mal über Michas Schulter, sehen wir ein paar Berge. Wir hatten eben gerade schon über Funkkontakt und haben gehofft, dass wir da nicht drüber weg, sondern nur irgendwie hindurch oder dran vorbei müssen. Wir lassen uns mal überraschen, wie das hier wird. Wie viele Kilometer sind wir noch weg von Bulgarien? So 260. 260 Kilometer noch und dann bis zur Grenze. Bis zur Grenze.
Und dann ab Grenze bis Maslarevo nochmal? 360 circa. Okay, also noch eine gute Tagestour für uns und mal schauen, was die so bringt für Überraschungen. Warner, das Ziel. Ja, das schaffen wir. Wenn man von der Heimat weg tagelang in eine Richtung fährt, verändern sich mit der Zeit Aussehen von Land und Leuten. Und hier in Rumänien wird das inzwischen deutlich sichtbar. Und dann geht's hinein in die Berge. Kein Hochgebirge zwar, denn wir streifen entlang der serbischen Grenze nur einen westlichen Ausläufer der Südkarpaten bzw. der Transsilvanischen Alpen, aber die Straße erfordert die ganze Aufmerksamkeit des Fahrers. Denn Schlaglöcher, Spurrinnen und Verwerfungen im Asphalt tauchen plötzlich vor dem Fahrzeug auf und wir sind abgelenkt von einer wunderschönen Landschaft. Und wie ist es? Perfekt. Das ist wunderbar. Es ist zwar anstrengend, die Fahrt, aber die Fahrt ist trotzdem traumhaft schön. Ich habe schon ganz viele Bilder gemacht von der Landschaft und allem. Es ist eine tolle Strecke, ne? Also ich genieße auch die Fahrt, die Autofahrt sehr. Also wem die Berge nicht liegen, für den ist es sicherlich nichts, aber ich finde es klasse. Also ich finde, die Berge muss man erlebt haben, wie man so durch die Schluchten fährt und wie es dann so schmal ist und dann sieht man so ganz majestätisch den Berg vor sich aufsteigen. Ich finde es traumhaft schön. Ich sehe in viele freundliche Gesichter während der Fahrt. Die Menschen hier scheinen ein einfaches, aber glückliches Leben zu führen. Das zumindest ist mein Eindruck, ohne die Armut, die auch überall sichtbar wird, idealisieren zu wollen. In den Orten sieht man am Nachmittag die Menschen vor den Häusern in kleinen Gruppen zusammensitzen und sich unterhalten. Kinder spielen auf der Straße und überall in den Gassen neben der Hauptstraße. Die Hänge und Hügel links und rechts der Straße scheinen fruchtbares Land zu sein, denn überall sind Stände mit frischem Obst aufgebaut, welches hier direkt von den Bauern verkauft wird. Bei Orjova erreichen wir den Donaustausee Eisernes Tor, der sich über 150 Kilometer Länge durch die Berge schlängelt und über weite Strecken dabei die rumänisch-serbische Grenze bildet. Der See entstand 1972 als ein Gemeinschaftsprojekt von Rumänien und Jugoslawien mit dem Bau des Wasserkraftwerkes Eisernes Tor 1. Nun haben wir die Schluchten des Stausees hinter uns gelassen und die Landschaft öffnet sich wieder. Die Hügel werden sanfter, der Blick reicht weiter und wieder mal werden wir daran erinnert, dass rumänische Straßen immer für eine Überraschung gut sind. Schließlich eine letzte kurze Rast vor der Grenze zu Bulgarien. Micha ist der Meinung, es wäre gut, wenn wir auch nach Bulgarien als Transitreisen einreisen. Denn die Gültigkeit der Corona-Tests, welche wir uns in Deutschland besorgt hatten, wäre inzwischen abgelaufen. Transitreisende, so wüsste man, würden unkomplizierter behandelt.
Um also einem eventuellen Testzwang zu umgehen, wollen wir an der Grenze sagen, dass wir nach Griechenland weiterreisen. Tatsächlich ist es aber so, dass sich auch hier an der bulgarischen Grenze niemand für unseren Test interessiert. Geschafft. Wir sind in Bulgarien. Das Land begrüßt uns mit einem grandiosen Sonnenuntergang. Doch als ich den Moment einfangen will, kommt mir leider diese Wand in der Mitte der Brücke in die Quere. Der Blick zur anderen Seite ist jedoch nicht weniger beeindruckend. Wir überqueren die Donau, die an dieser Stelle bereits eine beachtliche Breite hat. Das ist so geil gelaufen. Das war so. Die haben noch nicht mal nach den Papieren für meine Hunde gefragt. Echt? Ja, okay. Das wollen die alles gar nicht sehen. Das interessiert die gar nicht. Okay. Die haben nur gefragt, wo wir hinwollen. Ja, und da hatten wir uns ja ganz gut abgesprochen, dass wir gesagt haben, Transit. Griechenland, Griechenland, juhu. Genau, nach Kavala. Okay. Griechenland, wir kommen. Ja. Und ja, gar nichts. Autopapiere haben sie so ein bisschen so skeptisch geguckt, aber ich glaube, irgendwas mussten sie gucken irgendwie. Also meinen Ausweis haben sie da irgendwie reingelegt, also so eine Maschine und so, also das da war schon... Auch, das haben sie fotografiert, das ist eingescannt dann. Ja. Ja, genau. Und, was sagst du, Micha? Sind wir in Bulgarien? Super wir einfach. Wir sind in Bulgarien, ey Alter. Wir haben alles gepackt, ohne Probleme, alle Grenzen ohne Probleme. Ja. Und du hast uns hier rübergebracht, Alter. Nein. Ja. Wir waren schon alle... Aber ja, aber... Eins sage ich euch hier, das Ding ist Gold wert auf einer Reise. Ja. Ja? Ja. Stimmt, kauft euch das so ein Ding, 30 Euro, zwei Stück, könnt ihr euch komplett connecten, ihr wisst immer Bescheid. Ja. Das ist, Boah, ich bin so happy, wir haben es geschafft. Folgt mal. Auch ein bisschen, auch ein bisschen erleichtert. Naja, guck mal, Wicke. Wir können, guck mal, da sind wir beide zu sehen. Komm her, Wicke. Hey, hi. Sind wir da? Wir sind da, wir haben es geschafft. Da. Genau. Super. Ja? Und, war ein super Team. Wir sind ein tolles Team gewesen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war ziemlich anstrengend, die Passstraßen auch zu fahren. Ja. Das ist nicht ganz ohne. Also wer Angst hat vor Bergen, der sollte vielleicht diese Strecke, die wir heute gefahren sind, nicht unbedingt fahren. Hat, ne? Mhm. Aber das funktionierte tadellos. Also es gibt so Verwerfungen auf rumänischer Seite. In Ungarn war es nicht der Fall. Aber in Rumänien gibt es manchmal Verwerfungen, das werden wir noch in Bulgarien, Spuren und Verwerfungen, das werden wir auch in Bulgarien noch sehen, dass da manchmal die Straßen nicht so sind in einem Zustand, wie wir es vielleicht in Deutschland erwarten. Und da ist vielleicht ein bisschen Vorsicht angesagt. Und jetzt werden wir noch eine Vignette kaufen und für Bulgarien. Haben wir, doch schon. Das war die Brückenmaut. Das war die Brückenmaut. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Okay. Text for the bridge, sagt er. Okay. Text for the bridge. So, und jetzt brauchen wir noch eine Vignette. Genau. Okay, dann brauchen wir Und weiter geht's Richtung Maslarevo. Auf der Gegenfahrbahn sehen wir, wie schon zuvor, auch an der rumänisch-ungarischen Grenze einen endlosen Lkw-Stau. Die Pkw-Fahrspuren sind jedoch auch in der Gegenrichtung immer frei gewesen. Kurz vor Vidin ist die Autobahn für uns wieder zu Ende. Inzwischen ist es dunkel, es geht über eine Landstraße, die hier noch viel schlechter ist als in Rumänien. Es sind viele Lkw unterwegs und dennoch kommen wir gut voran. Nahe Plewen halten wir an einer Tankstelle und machen erste Bekanntschaft mit einem Einwohner Bulgariens. Straßenhunde gibt es überall in Bulgarien, wie wir noch sehen werden. Dieser hier hat heute wahrscheinlich seinen Festtag. Komm, schöne deutsche Bockwurst. Lecki, lecki, lecki.
Ja, mit dem Fangen muss er noch ein bisschen üben. Komm. Du hast deinen Freund gelassen. Der schlappert Bockwurstwasser. Immer noch? Ja. Guck mal, den kannst du ablenken. Da ist er. Püffi! Du bist ein schöner Hund. Du bist ein schöner Hund. Ein bisschen nervig wahrscheinlich. Noch einmal geht's auf die Piste, doch bald haben wir es geschafft. Am nächsten Morgen. Am Rande von Maslarevo hatten wir unser Nachtlager eingerichtet. Nun werden wir für die Strapazen der Reise erstmal mit einem herrlichen Morgen entschädigt. Moin Micha. Na, wie sieht's aus? Ganz schön frisch. Ganz schön frisch nachts hier, ne? Ganz schön frisch, alter Schwede. So schön warm, wie das tagsüber ist, aber nachts guck mal, ist wie es da hier. Wie da das, die Feuchtigkeit aufsteigt, die Sonne saugt es gleich auf. Ja. Aber heute wird es wieder kuschelig warm. Heute wird wieder ein schöner Sommertag, denke ich auch. Also zur Erklärung, man hat hier natürlich, also wo wir hinwollen, natürlich am Ende ist Varna am Schwarzen Meer, da wird man relativ maritimes Klima haben, aber hier merkt man doch den kontinentalen Einfluss und man kennt das vom Balkan auch, dass das da auch im Winter richtig knochenkalt wird. Ne? Also, ja, das Schöne wir haben, ist, dass du alles hast hier, ne? Dass viel für uns ist, aber auch viel vom Süden her. Katharina, wir sind in Bulgarien. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Es ist ein wunderschönes Gefühl, endlich in Bulgarien zu sein. Ich hätte gerne gestern Abend noch die Strecke gesehen, die wir lang gefahren sind. Ich bin sicher, das wäre ähnlich schön gewesen wie in Rumänien. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir, bevor wir dann diese Bergpässe fahren hier in Bulgarien, ob wir vielleicht da übernachten nochmal. Das war so mein Gedanke. Aber gut, wir wollten irgendwie alle ein bisschen weiterkommen. Spätabends war es dann aber schon bei der Suche des Schlafplatzes nicht ganz so einfach. Ich glaube, so ein bisschen lagen auch die Nerven blank, oder? Nach der langen Fahrt? Ich denke ja, bei allen lagen die Nerven blank und alle waren müde und erschöpft und wollten eigentlich nur noch irgendwo ankommen. Wir waren unterwegs gestern. Wie lange? Hast du es dir mal ausgerechnet? Wir sind um 8 Uhr losgefahren, glaube ich. Um 8 war es, ja? Das 8 oder 8:30 und angekommen sind wir um 12:30. Und fast die gesamte Zeit gefahren. Wie gesagt, das war nicht die einfachste Route, die wir uns ausgesucht haben, aber vielleicht eine der schönsten. Ihr habt es ja gesehen an den Bildern, das ist landschaftlich, hat das natürlich was zu bieten. Also Rumänien ist wirklich ein tolles Land, das kann man wirklich so sagen. Ja. Selbst nach 3 Tagen langer Fahrt ist man immer noch begeistert und spürt die Erschöpfung eigentlich gar nicht so sehr, sondern ist immer noch begeistert von dem, was man sieht. Und also ich habe das Gefühl, ich habe die Fahrt gar nicht in den Knochen. Und manches Mal, wenn man so kurze Strecken fährt, hat man schon 2-3 Stunden in den Knochen. Und hier die 3 Tage, ich bin ja am Samstagmittag losgefahren, also ich bin 600 Kilometer noch länger gefahren. Jetzt habe ich auf meinem Kilometerstand, glaube ich, 2200 Kilometer, die ich gefahren bin.
Und die Jungs scheinen sich auch wohl zu fühlen in Bulgarien. Die Jungs sind? Sammy und Freddy, meine zwei Hunde. Die haben wir anfangs gar nicht mit vorgestellt. Ui, das ist ja schade. Also Sammy ist mein Labby und der wird jetzt im Januar 8 Jahre alt. Und Freddy, der ist im Auto, der hat Schiss, dass wir ohne ihn losfahren. Der ist jetzt 6,5. Das ist ein Golden Retriever. Und beide sind total glücklich und wälzen sich hier im Gras und nehmen jetzt bulgarische Gerüche an. Das werden jetzt bulgarische Straßenhunde. Von den gut erzogenen deutschen Hunden einer Tierpsychologin zu bulgarischen Straßenhunden. Den Weg kennen wir sonst nur umgekehrt, oder? Genau. Das ist jetzt ein Experiment. Ich lasse Ihnen jetzt alle Freiheiten, die Sie haben wollen, weil Freiheit ist das Wichtigste. Die möchte ich für mich und die möchte ich für meine Hunde. Gib den Stock her. Ich habe ihn auch sortiert hier. Dann geht's weiter. Zum ersten Mal sehen wir Maslarevo bei Tageslicht. In der Ortsmitte sind wir mit Carsten, einem Freund von Micha, verabredet, der schon auf uns wartet. Und weitere Neubürger von Maslarevo werden wir in den nächsten Minuten kennenlernen. Ja. Die anderen sind vor einer Viertelstunde. Ralf kommt schon. Achso, die laufen gerade. Siehst du, da ist Ralf und Rebecca, die Rothaie. Die sind gerade noch mit der Bürgermeisterin zugange. Die kommen jetzt zu uns. Ich denke mal, die kleine Frau da. Das ist die Bürgermeisterin. Ja, für meine Mutter, das ist in Arbeit. Und ich kaufe mir auch eins. Das war ein totaler Schrott. Aber ich habe erstmal ein Gästezimmer bei meiner Mutter und kann das dann Stück für Stück machen. Siehst du? Ja, cool. Aber totaler Schrott für 3.000, das ist ein Grundstück, ja. Mit einem Haus. Genau, also an beide Varianten einkommen. Wenn es richtig scheiße ist, dann bist du auf dem Dorf. Ja. Alle mal besser als in der Stadt. Ja. Ja. Ich warte auf die Klappe. Sag doch mal, die Klappe ist schon. Achso, okay. Sag mal, wo sind wir jetzt eigentlich? In Maslarevo? Maslarevo, das ist zwischen Ruse und Veliko Tarnovo. Ja, ist ziemlich in der Mitte gelegen. Man ist in einer halben bis dreiviertel Stunde in diesen größeren Städten, die sehr schön sind. Vor allem Veliko ist sehr schön. Und hier ist es, wie man sieht, absolut ruhig. Der Himmel ist im Normalfall blau. Und bis jetzt leben schon 16 ausländische Familien hier, bevor die Deutschen kamen. Jetzt haben sich schon zwei angesiedelt. Ich bin gerade dabei, was zu kaufen und sind mehrere andere noch dabei von Deutschen, die sich ja auch ansiedeln wollen. Und vor 2 Tagen wurde ein Objekt gekauft, was als Gemeinschaftsobjekt für die Ausländer genutzt werden soll. Da soll so eine Art Kindergarten- und Begegnungsort entstehen. Das ist ein Objekt mit einem großen Garten, was wir dann so gemeinschaftlich betreiben werden. Ja. Und wie ist die Zusammenstellung der ausländischen Familien? Was sind das für Nationen, die hier vertreten sind? Hauptsächlich Engländer bis jetzt. Ah, okay. Ja. Da kommt zum Beispiel Martin, das ist einer der Engländer, der uns hier sehr, sehr viel hilft. Morning. Hallo, hi, Martin. Hallo Martin. Hi. Hallo. And new properties? Yeah, we're just getting the mail to show us some other houses. Okay. I said we can drink the coffee in another shop. Yeah, we can go to the shop. Okay. Yeah. Okay. We can have coffee here as well. Oh. I think the other one's better though. Okay. The other one's nicer. That's nicer. I think okay. Also. Carsten, ja? Darf ich dann meine Hunde mit rausnehmen zum Café? Weil in der sonnigen Hitze im Auto ist natürlich. Ja, muss zu gehen. Also Hunde sind ja hier nichts Ungewöhnliches. Nö, ne? Ich mal auch. Okay. Hast du gehört? Was denn? Veliko Tarnovo. Wo du gestern gesagt hast, lass mich mit deinem Tarnovo. Ja, es ist. Hi, Micha. Grüß dich. Hi Diana, wir haben miteinander DMs ausgetauscht. Ich bin die Amani, also Katharina. Freut mich. Hallo. Ich bin die Rebecca / Diana. Hallo, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, du bist der Micha. Ich habe viel gehört von dir. Ehrlich? Ja, klar, erzähl mir nichts anderes. Ja, super, dass du hier bist.
Was mit dem Kameramann? Ja, wir sind gestern Abend gekommen und hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Cool. Hallo. Ich bin Ralf. Hi. Hallo Ralf, ich bin Katharina. Hi. Ja, super, dass ihr hier seid. Na, dann lass uns. Hallo Kameramann, wie heißt du? Hallo Volkmar. Ja. Ralf, hi. Immer schön in die Kamera. Genau. Immer schön in die Kamera grün. Extra die Zähne heute Morgen dreimal geputzt. Und dann was gegessen. Ja, dann lass uns, dann lass uns da zu einem anderen Cash. Der ist ja bloß ein paar hundert Meter. Achso, wir treffen uns dann da. Das ist Theresa. Hallo Theresa. Katharina. Hi. Hi. You find anyone here? It's either Theresa or me, we know everybody. Okay. Between the two of us, we know them all. Oh, that's it. We're on camera now. I know, that's it. Take care, have fun. See you later. Let's say bye. Carsten, sag mal was. Wo sind wir hier gelandet? Jetzt sind wir mitten im Herz von Maslarevo. Hier sieht man die ehemalige Schule. Da sind wir noch am Sprechen, aber die Gemeinde will da ein bisschen sehr viel Geld für haben. Die wollen 100.000 dafür haben, weil da die Gemeinde halt das Geld drauf hat. Aber ansonsten ist gegenüber ist gleich ein Laden. Einer von zwei Lebensmittelläden mit kleinem Café. Und es gibt noch einen Farbenladen hier im Ort. Alles andere zum Einkaufen muss man ein Stückchen fahren, so 20 Minuten bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wo man genau hin will. Ja, wie gesagt, Veliko ist in der Nähe, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ein wunderschöner Ausflugsort und ehemalige Hauptstadt von Bulgarien, ja, mit einer tollen Burg, sehr schön zum Besichtigen, immer eine Reise wert und ansonsten gibt es hier sehr viel Natur und sehr viel Ruhe ringsrum. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, Schäfer mit Schafen und aber auch welche mit Ziegen. Ja, ja. Ansonsten Landwirtschaft ringsrum und Ruhe. Ein geschultes Team. Ja. Toll für Tiere, wie man sieht. Die fühlen sich hier alle wohl. Ja. Und okay, just want to go for a coffee? Ja. Yeah. The building is actually really old school. Oh, it's a proper old school. Coffee machine is going to be inside. We need Michael. Better machine itself. Behind the counter. Café, café, sound to go. Better inside. Super. What's the name of it? Super. Yeah. The café machine. What's the name of it? What's the name of it? Einfach mal reingehen. Und dann wird es spannend für mich. Wird das hier mit den Masken tatsächlich so locker gehandhabt, wie Micha sagt? An der Tür hängt ein Schild, das zum Tragen von Masken auffordert. Unsere ersten Einkaufserlebnisse in Bulgarien sind durchaus mit Überraschungen verbunden. Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge von Mir reicht's, bin dann mal weg. Wir werden uns dann ein paar Grundstücke ansehen, die in Maslarevo zum Verkauf stehen, werden einiges über das geplante Gemeinschaftsprojekt erfahren und den Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen, bevor unsere Reise weitergeht bis zur Küste des Schwarzen Meeres. Dieser Film entsteht im Übrigen nicht zum Selbstzweck. Er soll Perspektiven zeigen für Menschen, die sich mit ähnlichen Gedanken tragen wie Micha und Katharina und dir vielleicht Mut machen, wenn du noch unsicher bist. Er soll dir aber auch Dinge zeigen, die du gesehen haben solltest, bevor du dich auf den Weg machst und am Ende vielleicht enttäuscht bist, was dich erwartet. Wenn dir der Film gefällt, abonniere den Kanal, um nicht die nächste Folge zu verpassen. Und wenn du der Meinung bist, es sollte mehr davon geben, weil du mit den Informationen etwas anfangen kannst, dann würde ich mich über deine Unterstützung freuen, denn eine solche Produktion kostet nun mal Geld. Die PayPal-Adresse und eine Kontonummer findest du in der Videobeschreibung. Bis gleich, wir sehen uns am Schwarzen Meer.